Dass der 6. Juni kein normaler Tag für die Fontanestadt wird, bekommen Einwohner und Gäste bereits am Vormittag zu spüren. Die Innenstadt ist weitestgehend abgeriegelt. Auf dem Weg zum Bürgerfest auf dem Schulplatz müssen Besucher bereits an mehreren Absperrungen der Polizeikräfte vorbei. Bereits gegen 10 Uhr am Morgen sind rund 1000 Beamte im Einsatz. Ungeachtet dessen beginnt pünktlich um 10 Uhr auf dem Schulplatz das Bürgerfest mit einem Gottesdienst. Anschließend spricht Bürgermeister Jens-Peter Golde. Auch er will mit der Veranstaltung, an deren Organisation sich im Vorfeld zahlreiche Vereine, Gewerkschaften und Initiativen der Fontanestadt beteiligt hatten, ein Zeichen gegen rechtes Gedankengut setzen. Weil wir den Slogan haben, Neuruppin bleibt bunt, und weil ich glaube, man sollte den Nazis zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind, dass man aber auch nicht sich in seine Löcher verkriecht, sondern dass man mit Kultur und Kunst entgegenhält und ihnen zeigt, dass wir hier eine demokratische, kulturvolle Gesellschaft haben und dass wir mit diesen Festen eine gewisse Kultur pflegen, die mit dem nichts gemeinsam hat, was die Nazis hier propagieren. Unterstützung bekommen die Neuruppiner am 8. Juni auch aus dem Nachbarlandkreis Prignitz. Vertreter des regionalen Wachstumskerns Prignitz und der Kreisverwaltung sind am Morgen auf dem Schulplatz. Wir sind hier, weil es uns wichtig ist, gegen den rechten Mob ein Signal zu setzen. Wir hatten eine ähnliche Situation in unserer Heimatstadt gehabt, und die Solidarität der anderen Kommunen hat dafür gesorgt, dass der braune Mob nicht zum Zuge kam. Und diese Solidarität, die wollen wir auch unseren Nachbarkommunen, insbesondere hier in Neuruppin, kunden. Während die Neuruppiner und Gäste auf dem Schulplatz feiern, sammeln sich am Bahnhof Rheinsberger Tor bereits Gegner des rechten Aufmarsches für eine Gegendemonstration. Zeitgleich sind gegen Mittag bereits mehrere hundert Neonazis am Bahnhof West eingetroffen. Nur wenige Meter entfernt lösen Polizeikräfte eine Sitzblockade von Gegendemonstranten in der Präsidentenstraße auf. Alles verstanden? Ich würde Sie bitten, jetzt freiwillig aufzustehen. Ansonsten muss ich meine Kollegen bemühen. Also sonst hauen uns Ihre Kollegen mal ordentlich auf die Fresse. Nein, das passiert nicht, aber es kann weh tun, wenn Sie sich freiwillig nicht in Bewegung setzen. Das wollen wir auch nicht. Gegen 13 Uhr startet der Demonstrationszug der Neonazis zunächst ungestört vom Bahnhof West Richtung Puschkinstraße. An der Kreuzung Puschkinstraße, Franz-Künstler-Straße geht es dann gegen 13:30 erst einmal nicht mehr weiter. Rund 200 Gegendemonstranten blockieren die Kreuzung, Wasserwerfer der Polizei rücken an. Schließlich wird der Demonstrationszug der Rechten nur wenige Meter an der Sitzblockade vorbeigeleitet. Nur wenige Meter weiter Richtung Kreisverkehr Heinrich-Rau-Straße kommt der Demonstrationszug erneut zum Stehen. Auch hier verhindern Gegendemonstranten ein Weiterkommen. Auch am Kreisverkehr Heinrich-Rau-Straße-Junkerstraße haben sich bereits Gegner des rechten Aufmarsches versammelt. Die Situation in der Puschkinstraße stagniert. Zunächst verhandeln Polizeikräfte noch über mögliche Ausweichrouten. Diese werden aber von den Organisatoren der rechten Demo abgelehnt. Nach knapp einer Stunde bleibt dem rechten Demonstrationszug damit nur der Rückweg zum Bahnhof. Gegen 3:45 wird die Demonstration aufgelöst. In Begleitung der Polizei geht es für die Rechten zurück zum Bahnhof West. Derweil feiern die Neuruppiner auf dem Schulplatz weiter.